der letzten Episode. Komm, Junge, komm, Junge, komm. Oh, Gott sei Dank. Uff, das war schon ein bisschen knapper jetzt. Ach du Schande. Guck mal, was hier alles liegt. Haufen Wölfe, noch ein Wolf liegt hier. Das ist der, der mir angeschossen hat. Der Hirsch ist auch schon tot. Hier drüben sind auch alles tote Wölfe. Guck mal, wie viele tote Wölfe hier sind. Ja, Wasser ist ein Problem. Was ist denn eigentlich da drin? Gut. So, Hertha. Halt. Gott. Hm? Ah. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus. Das ist der Episode 105. Der Herr ist da. Gut, alles klar. Wir wollten ja eigentlich kartieren. Und den einen Hirsch da drüben. Wo die Krähen jetzt vor lauter Sturm nicht mehr da sind. Auch noch auseinandernehmen. Das machen wir auf jeden Fall. Noch. Solange wir hier oben sind. Ja. So. Bewaffen wir uns mal. Wir haben ja noch 14 Schuss. Ich meine, da kommen wir schon noch eine Ecke weit. Das ist kein Problem. Wie ist denn eigentlich holztechnisch? Gut. Wir brauchen also viel mehr. Oh ja. Die Folge hat ja gerade erst angefangen. Da kann ich mir auch Zeit lassen. Was? Ja, gut, okay. Dann schaue ich mir dich noch nicht zu sehr. Wir machen trotzdem hier erstmal den Gang über die Ebene und sammeln Stöcke. Damit wir dann was für den Hirsch haben, damit wir das Fleisch gleich abkochen können. Hier oben scheint nichts mehr zu sein. Ach, ist ein Hirsch. Ich dachte, was ist denn das? Du bewegst dich ein Busch. Nein, ist es ein Geweih. Okay, da oben ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja, die Wölfe sind jetzt erstmal nur wieder weiter unten. So. Sekunde. Okay, weiter. So. Da haben wir die Ebene hier bald befreit. Ja, komm, nimm. Nimm den Stock. Der Hirsch ist jetzt da drüben. Oh, Hilfe, da sammelt jemand Stöcke bei Sturm. So. Ja, ich denke, das reicht dann wahrscheinlich. Den Rest können wir ja dann zum wilderen Lager. Beziehungsweise man könnte es eigentlich auch hier oben lassen, weil... mal gucken. Ich weiß nicht, eventuell geht man da in die Ecke und versucht da zu kartieren oder so. Wenn man da noch mal durch muss. Ach, man müsste da durch die Kisten schlagen, ob da eventuell was drin sein kann. Das wäre ja auch interessant, weil ich meine, kein Mensch würde einfach eine leere Kiste hier oben hinstellen. Das macht ja relativ wenig Sinn. Ach, guck mal. Ich habe gerade gedacht, so hoch, da ist ja ein Loch im Felsen. Ich glaube, hier war ich noch nie. Du auch noch nicht, oder? Naja, das werden wir dann noch herausfinden. Eine Lupe. Und eine Skijacke. Das wäre auch nicht schlecht. Und noch Stiefel. Gut. Damit wir auch auf jeden Fall genügend zu tragen haben. Ja, ich gehe auch schon ganz langsam. Okay, komm hoch mit dir. Das Wetter ist einfach brillant. So, dann müssen wir mal gucken, wo hier Polaroid auftaucht. Von hier vorne, alles klar. 34, okay. Da können wir auf jeden Fall ein paar Mal zeichnen. Ja, das geht richtig ruckelirock. Das Lustige ist, der Rechner hat eigentlich gar nichts zu tun. Weder die CPU. Aber gut. Ja, den Ahorn-Schössling haben wir schon. Hier unten liegen wieder tote Wölfe rum. Okay, alles klar, hervorragend. Achso, das ist, genau, das ist die Höhle, wo wir immer so unser Zeug einlagern vom wilderen Lager. Und da oben liegt natürlich eine Leiche. Das ist der Übergang nach Milton. Ja, hier sieht man das natürlich, dass dann endet. Aber das Krasse ist halt, guck dir mal an, die Karte ist fast fertig. Allein von diesen zwei Zeichnungen. Du hast halt hier unten den Bereich. Dann musst du halt, wenn du reinkommst, mal gucken, ob rechts noch ein bisschen was geht. Hier unten sollte eigentlich bis zu den Arbeiterbaracken nichts gehen. Und dann halt Marschgrat oben und dann vielleicht mal gucken,
Ausgang, das ist es dann schon im Prinzip. Ja, hier liegen auch überall Wölfe, okay. Hervorragend. Leider sind keine toten Bären eingezeichnet. Sind aber nur Wölfe, oder? Guck dir das mal an, was hier los ist. Hier unten auch. Ja, das ist doch schön. Gehärter, da hast du bestimmt auch deinen Spaß. Was sagt die Zeit? Ja, wenn wir da jetzt rumhacken, dann sind wir ja bis zum Abend. Ach, wir haben gar keinen Beil dabei, echt? Warum haben wir keinen Beil dabei? Ja, okay. Ich würde mal sagen, dann ist es halt so. Wie Klopf. Naja, da ist dann nach 12 Stunden Sturm dann auch mal der Nebel gekommen. Ist ja auch nicht schlecht. Okay, aber nein, hier ist tatsächlich nichts. Aber was wir machen könnten, wir könnten... brauchen wir das gesamte Holz für den Hirsch? Wahrscheinlich nicht. Dann lassen wir ein bisschen was hier, weil das mit dem Polaroids wird ja auch irgendwann noch eine Aufgabe, die wir machen müssen. Ja, dann bleibt man heute Abend an der Höhle, das ist okay. Ja, du bist nicht der Hirsch, den wir auseinandernehmen, keine Sorge. Okay, das mit dem Ast verstehe ich jetzt nicht. Aha. Okay. Gut. Ja, komm, dann nehmen wir die auch noch mit. Was übrig ist, lassen wir gerade vor der Höhle. So, dann müssen wir da mal rüber. Hirsch flieht gleich bis sonst wohin. Ja. Ja, ist ja inzwischen schon eine Woche später, nachdem ich da dieses DaVinci Resolve da verwende. Und ich muss sagen, das läuft echt gut von der Hand. Man muss sich da erstmal den Prozess dran gewöhnen. Und ja, Fallout ist noch ein bisschen dunkel geworden. Da muss ich noch ein passenderes Preset mir erstellen. Gerade mal gucken, ob hier was liegt. Sieht aber nicht so aus. Genau, das ist das Einzige, was halt ist. Und ansonsten, denke ich, passt das eigentlich. Ja, ja, genau. So. Gut, es ist halt so mit dem Rendern. Dadurch, dass man das jetzt halt nicht mehr nebenher macht, sondern halt da in einer anderen Zeit, dann sammelt man sozusagen einfach die Renderjobs. Und wenn es dann halt gerade eine Pause gibt, startet man die, weil die Folgen dauern alle nur so, ja, mal zwischen 14 und 16 Minuten zu rendern. Das passt dann schon. So. Ja, okay, du hast Durst. Ja. Wir müssen immer schleunigst was zu essen geben. Und zwar am besten diesen Schokoriegel. Gut. Ist übrigens wieder aufgeklärt. Ist ja auch klar. Es ist inzwischen nach 6 Uhr. Also nach Sonnenuntergang. Ja, hat jetzt doch ein bisschen gedauert. Der Junge hat dann auch mal ein bisschen... Müdigkeit auf der Uhr. Warte mal, wir gehen mal ein Stückchen weiter rüber, weil das letzte Mal sind wir da fast in so einer Eisspalte gestürzt und das ist, glaube ich, auch die Spalte, wo die Wilma schon mal festhing. Da kannst du dich nämlich ziemlich übel reinhakeln hier. Wenn du da unten da zwischen den Spalten stehst, kommst du vielleicht nicht mehr raus. Macht der Hirsch. Musst du gerade mal für die Natur. Okay, wir kochen natürlich trotzdem draußen, aber wir schmeißen Därme und Fell natürlich rein in die Höhle. Junge, wir kochen trotzdem, nur dass du Bescheid weißt. Halt. Da fällt sogar ein Stück für die Hertha ab. Auch wenn es nur klein ist. So, aber die Höhle. Und das Fell. Und ins Journal. Okay, alles klar. Hier liegt das Zeug. Und dann gehen wir erstmal wieder raus. So, da liegt es, alles klar. Ja, du hast schon wieder Hunger, ich weiß. Dann ist halt ein Wolf. So, da ist jetzt mal Ruhe. Wir haben noch eine Fackel. Dann nutzen wir die mit den Papierstreichhölzern. So. Ab auf die Stöcke. Ja, ich sehe jetzt mal von den Holzkohlen erstmal ab, von diesem
von dieser Brenndauergeschichte, weil du kriegst einfach zu viel raus aus dem Feuer. Das ist da nicht gut ausbalanciert. Das ist ja in der letzten Aufnahmesession da einfach mal getestet, aber das ist halt, ja, das ist nicht gut ausbalanciert, deswegen nutze ich das einfach lieber nicht. Weil sonst ist das ein bisschen gecheatet, dass du da teilweise mehr rauskriegst, als du reingesteckt hast, das ist ja auch ein bisschen Blödsinn. Was sagt nicht der Wasserbestand? Achso, das funktioniert ja anders als im Interloper. Ja, da wäre vielleicht auch mal Zeit angesagt. Wir haben keinen Topf dabei. Ja, okay, gut, dann ist das halt der Wasserbestand. 40 Minuten. Also noch ein Stock. Gut, dann machen wir das einfach. Ah ja, wir haben tatsächlich eine Aurora, okay. Dann müssen wir leider noch mal rüber. Scharwenzeln, Junge. Kommst du mit? Du leuchtest ja gerade so schön. Naja, Vorsicht nicht verbrennen. Okay. Noch mal checken. Der Hirsch wird auch denken, ich will jetzt langsam auch mal wieder hoch. Ja. Bei Generation Zero gibt es mal wieder ein Update. Am 25. Oktober. Das ist also der Dienstag. Kommende Woche für euch. Für mich ist das Dienstag in zwei kommenden Wochen, aber das ist auch egal. Weil ich so oder so nicht spielen werde. So 100%ig bin ich nicht begeistert. Sie bringen immerhin mal wieder eine neue Maschine, okay. Eine Flugmaschine. Tatsächlich als also eine bewaffnete Flugmaschine, wonach die Community seit Jahren ja fordert. Der Laptop leuchtet, natürlich. Da haben wir eine Pufferdate. Hör zu, du musst da rausgehen. Du musst einfach da rausgehen. Wenn wir diesen Vertrag nicht behalten können, war es das. Punkt. Und wichtig, das Deppen-Apostrophen. So, dann können wir hier eigentlich den Rest der, der Stöcke reintun. Da haben wir da genug. Schön. So. Okay. Ach komm, ich sammle jetzt nicht wieder Stöcke. Wir sollten da vielleicht auch mal so langsam ins Bett. Hm? Komm, wir rennen. Yes. Dann gehen wir direkt ins Bett. Ja, habe ich doch gesagt. Deswegen rennst du ja auch. Naja, so rennt man hier. Mhm. So, hier müsste irgendwo die Höhle sein. Guck mal, wir springen ins Feuer. Yes. Wir brauchen jetzt eigentlich erstmal nichts zu essen, tatsächlich. Schlafsack, hoffentlich können wir schlafen. Die Herde ist ja doch relativ hell. Ja, wir brauchen noch mehr Wasser, das reicht leider nicht. Also wir brauchen nicht mehr Wasser. Warte mal, das läuft hier drunter. Habe ich echt so viel Zeug unten gelassen? Wahrscheinlich, weil ich einfach nur rauf wollte zum Kartieren. Hm, da ist es hat gut geklappt. Okay, die Hatter leuchtet nicht mehr. Die ist aber schon wach. So, dann trinkst du erstmal den Rest vom Wasser. Achso, ich hätte vielleicht das mal essen sollen. Na gut, wobei, das reicht eigentlich noch. Es schneit. So, Hertha, du kannst das Stückchen mal essen. Ah, da bist du. Gerade gedacht. Wo ist er denn? Also, so lange kann das ja nicht dauern. Das ist ja nicht so viel. Ja, komm. Dann isst du auch mal ein Stück. Dann speis mal einfach zusammen. Gut. Ja, sieht ziemlich dicht aus, der Nebel. Ja, jetzt geht's. Die ist super. Das heißt jetzt erstmal zum Wildererlager. Tatsächlich auch ein bisschen zu kalt. Es ist die Lufttemperatur. Der Wind wird tatsächlich exakt geblockt. Hm, das sieht mir echt zu gefährlich aus. Warte mal. Es ist nämlich gerade gar nicht sicher, ob das in einen Blizzard übergeht oder in eine Aurora. In Aurora, genau. Wie wir ja alle wissen, Aurora gibt es nicht am Tag. Das kann gar nicht sein. Auch nicht bei bewölktem Himmel. Es ist nur, wenn es sternklar ist. Da weiß die Sonne, okay. Achtung.
Jetzt Aurora. Okay, dann warte mal lieber erstmal das Wetter ab. Wird es auch ein bisschen wärmer und heller. Ja, jetzt ist es tatsächlich dicht geworden. Ja, okay. Das war zwar trotzdem Stunden. Und das wird mit dem Durst auch nicht unbedingt besser. Aber so ist es halt. Wir haben halt nichts dabei. Okay, dann wir schauen mal, wie lange der Blizzard da tobt. Kriegst halt einen kleinen Hit durch den Durst. Ist nicht so schlimm. Das holst du easy rein in der Nacht. Du könntest den Jungen eigentlich nur nachts trinken lassen im Schleicher. Das reicht völlig aus. Wenn du da auf deine 10 Stunden Schlaf kommst. Ah ja, okay, hat es tatsächlich exakt 6 Stunden gebraucht oder so. Ja, jetzt ist abends. So kriegt man halt die Tage auch rum. Also gehen wir jetzt schon nahe. Wie lange sind wir denn jetzt schon trostlos im Marschland? 11. Hm? Einfach mal einen glatten Tag komplett drauf getackert. Und das wird mit dem Fertigkartieren auch gar nicht mehr so viel werden. Da bist du vielleicht nochmal 2-3 Tage da, schätze ich mal. Mit dem Polaroids kommst du halt echt weit. Ja, genau. Und zwar heißt es Dark Skies des Updates. Kommt wahrscheinlich eine Flugmaschine. Da haben sie halt noch nichts drüber announced. Hätten sie eigentlich schon mal anteasen können. Weiß da, wie das funktioniert und so. Vielleicht machen sie es noch. Keine Ahnung. Aus meiner Sicht heute ist erst der 15. Also für mich, aus meiner Sicht sind es noch 10 Tage hin bis dahin. Und ja, es kommt halt ein Moped. Naja, da bin ich jetzt nicht so begeistert davon, muss ich ehrlich sagen. Weil ich fürchte, dann werden sie irgendwann dann auch noch einknicken und doch noch Autos bringen, die du dann fahren kannst. Also ja, das sehe ich jetzt nicht so spannend ein. Ich habe auch schon Reviews auf Steam gelesen von Leuten, die das Spiel erst vor kurzem sich gekauft haben, gespielt haben. Und es gab da halt ein paar, die waren halt nicht so begeistert von diesen NPCs. Die haben ja da diesen den Pontus und wie die andere auch heißt, da eingefügt, so als Starthilfe, und die sind halt wie die anderen NPCs. Das ist im Prinzip einfach nur sprechende Boxen, wenn man es mal präzise nimmt. Und das ist halt aus Spielersicht halt nicht so prickelnd. Also ich fände es jetzt auch nicht so prickelnd, wenn ich da einen NPC habe, der dann sagt, ja, geh dahin, hol das, geh dorthin, hol jenes, wir gehen nicht da drüben hin. Gucken nach Birkenrinden, bleiben hier unten. Ja, es gab auch ein paar Rückkehrer, die halt das Spiel einfach mal 1-2 Jahre liegen gelassen haben, die entsetzt sind, was aus dem Spiel geworden ist. Ja, das mit dem Inventar ist halt nicht so gut geworden. Das war früher viel einfacher. Ganz am Anfang, wo sie ja diese. Ja, ich weiß, deswegen gehen wir jetzt auch zum wilderen Lager. Da liegt garantiert noch Wasser. Zur Not kochen wir uns dort. Ich nehme an, da liegen noch die Töpfe. Ja, und die haben halt dieses Grid-basierte Inventar. Da konntest du ja einfach das, die Munition sozusagen auf die Waffe schmeißen. Und damit war dann der Lachs gegessen. Da war das dann ausgerüstet. Jetzt ist es halt deutlich komplizierter. Du brauchst halt länger, um das halt auszuwählen. Und das ist halt. Ja, sie haben ja auch nicht mal aufs echte gewichtsbasierte Inventar gewechselt. Also es ist alles irgendwie so mittendrin hängen geblieben, so halbherzig alles umgesetzt. Das ist halt ein bisschen schade. Also ich werde das Spiel jetzt erstmal noch nicht anfassen, erneut. Wie schon gesagt, wenn sie eine Insel bringen, dann kommt das tatsächlich in die nähere Frage, auf jeden Fall. Also aller Himmfjell halt. Solange sie das nicht tun. Eher nicht. Momentan sind wir ja eh noch mit Diablo 2 unterwegs. Da werde ich es aber, normalerweise ist es so, bei Diablo 2 zumindest. Wir spielen ja momentan in diesem Standard-Modus durch, Standard-Schwierigkeitsstufe. Du kannst ja nur eine wählen. Und wenn du dann einmal komplett durch bist, alle 5 Akte durchgespielt hast, oder früher halt, wenn du den diesen Expansion-Pack nicht hast, dann alle 4 Akte.
dann kommst du dann in den nächsten Schwierigkeitsmodus, wo es dann alles das wieder von vorne anfängt. So, hier haben wir noch mehr Stöcke. Und dann spielst du den durch. Mit deinem höheren Level. Die Gegner sind auch höhere Level natürlich. Aber du findest halt auch richtig geilen Loot. Weil der Loot, den du findest, hat ja, also der Loot selber hat ein Level. Und die Wahrscheinlichkeit, wie das Zeug droppt, hängt halt von deinem Charakterlevel auch ab. Das heißt, je höher dein Charakterlevel ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass du halt dann niedrigerer Level Loot droppst. So, das scheint jetzt anscheinend direkt in den Nebel überzugehen. Ach, guck mal, wer wieder da ist. Vielleicht sollten wir nicht auf uns aufmerksam machen. Ist das eigentlich alles Herthas Zeug? Ja, okay, alles klar. Gut, haben wir hier Wasser? Also ich würde hier mal spontan sagen, nein. Ja, so ein Mist. Okay. Wie ist denn das mit Streichholz? Ja, das funktioniert noch nicht. Lass uns mal da reingucken. Feuer machen. Genau, bei Level 5 ist das dann, dass du mit Stock und dem Papier Streichholz 100% hast. Aber da sind wir noch sehr, sehr, sehr weit weg. Und bis dahin verwenden wir... Ja, eigentlich sollten wir dann die Holzstreichhölzer verwenden und nicht die Papierstreichhölzer. Weil die Papierstreichhölzer sind leichter. Und du hast auf Level 5 auch 100% damit. Deswegen. Ja, normalerweise spielt man dann sozusagen... Das ist dann, glaube ich... Albtraum heißt, glaube ich, die nächste Schwierigkeitsstufe. Und wenn du das dann durchgespielt hast, dann kommst du dann in die letzte. Das ist dann, glaube ich, Hölle oder so. Das ist das Zeug, was wir mitnehmen. Ich sehe schon. Okay, alles klar. Ja, okay. Da ist auch kein Wasser dabei. ja, hier ist auch kein Wasser dabei. Das ist unser Gewehr. Okay, das, nee, das ist nicht unser Gewehr. Wir haben... Achso, ja, vielleicht soll ich mal nachlegen. Naja, da kann ich ja schon wieder hier rummachen. Ich suche eigentlich nach den, hatten wir nicht noch mehr Flaschen? Wieso? Ja, okay. Schön. Haben wir nicht noch mehr, Flaschen dabei? Wir haben keine Wasserflaschen. Das ist alles, was wir haben, echt. An Wasserflaschen, okay. Das heißt, dass uns 2,25 Liter, dann machen wir mal 3 Liter. Ne, beziehungsweise wir machen 4 Liter. Wir machen die einfach komplett, was weg ist, ist weg. Das ist nicht so schlimm. Genau. Das müssen wir halt hochziehen jetzt auf 1,24. Na komm, mach noch einen Stock drauf. Okay. So, dann kommt das mal alles raus als Paket sozusagen immer. 2 Altholz, 3 Zedern. Und 35 Stöcke. Auch wenn man den nicht sieht. Der rülpsende Bär ist unterwegs. Ja. Soll man das Gewehr hier liegen lassen? Warte mal. Wir nehmen das erstmal alles auf. Ja, das muss natürlich leider auch mit. Die ganzen Container, die müssten eigentlich alle in die... Brauchen wir Öl hier? Ich bin ein Idiot, ich hätte eigentlich alles umlagern können. Na gut. Aber wir haben Öl hier. Wie viel ist denn da drin in der Laterne? 0,62, okay. Dann entleer die mal. Too heavy. So. Okay. Dann füllen wir mal dieses Fläschchen auf. Auffüllen, genau. Dann müssten wir hier auf einen halben Liter kommen, genau. Dann bleibt das nämlich mal hier. Ja, okay, da steht, das ist irgendwie Rundungsfehler anscheinend. Ja, das ist schon schön, dass hier ein Bär umhergeht. Direkte Nachbarschaft. Okay, wir haben ja auf jeden Fall 150 Stöcke. Diese Birkenrindentees, wie viel haben wir dabei? 2. Na gut, das ist ja getimed, das passt dann schon. Wir schmeißen schon mal den Schlafsack da einfach drüber. Du kannst einfach da unten bleiben. Ich muss halt hier rumkrauchen, damit der Bär uns nicht mitbekommt. Okay, dann muss das auch mit. Ja, nimm die mal mit. Das Altmetall, brauchen wir das?
weiß es gar nicht. Auf jeden Fall brauchen wir nicht die Laterne. So. Blobe, die Blobe. Ist er schon fertig? Ja, okay, kannst du gerade nicht mehr draus gewinnen. Okay. Ist der Bär jetzt gegangen? Man hört ihn nicht mehr schnaufen. Okay. Dann fliegt das mal komplett hier rein. Ja, komm, wir lassen den Stoff hier. Das ist vielleicht besser so. Die Säge, wir brauchen die halt nicht. Deswegen lassen wir es einfach mal hier. Dann lassen wir die Klamotten auch hier da. Wir lassen mal die 6 Schmerztabletten da. Vielleicht den Birkenrindentee zu kochen und nehmen uns lieber 2 mit. So. halt. Genau. Das müsste jetzt eigentlich aufhören. Du kannst aber schon mal was trinken. Dass wir da auf jeden Fall erstmal safe sind. Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir mal. Was ist das? Ist das auch? Das ist Hundefutter. Okay, das ist nämlich hier Schweinefleisch mit Brunnen. Haben wir die MAE, die angefangen haben wir hier. Krass. Dann haben wir hier 2 MAEs. Das ist aber Schwachsinn. Die nehmen wir dann auch mit raus. Weil wir haben ja genug Futter. Und dann würde ich sogar sagen, dann lassen wir die auch noch da. Okay. Hier sind noch mehr Revolverhülsen da. Und Federn. Und dann lassen wir einfach mal einen Schwung Holzkohle hier. Hier ist noch eine Sturm. Ach du Schande, hier ist noch mehr von dem Zeug. Ja, okay. Da haben wir noch eine Laterne. Ja, das ist ja gar nicht so einfach. Dann entleerst du die auch. Mal gehen wir mit anderen Container entleeren. Okay, das fließt dann einfach weg. Hast du da reingeworfen? Okay. Dann füllst du das auch noch auf. Dann haben wir hier einen kompletten Liter Öl. Ja, hier steht ja 0,5 da. Ist erstmal egal, wie bitte was. Aber ist genauso schwer, naja. Die bekannten Rundungsfehler. Coole Brandbeschleuniger. Bleibt noch eine da. Dann haben wir hier sogar einen ganzen Schwung Medizin. Ja, die Munition, die kommt mal komplett mit. Ja, das ist alles ein bisschen sehr durcheinander hier. Das ist garantiert zu verbrennen. Medizin, warte mal. Das ist ja Kohle, das ist die Holzkohle, die ist auch woanders. Dann nehmen wir den Kaffee raus und das Brennmaterial fliegt auch. Dann ist das halt die Medizin, dann kommt hier. Jetzt ist der immer noch da. Streichhölzer, wir nehmen die mal mit, weil wir haben eigentlich immer das dabei, was wir dabei haben wollen. Genau. Dann ist das ein bisschen sortierter und... Ja, wobei das auch blöd ist, der geht relativ schnell kaputt. Ja. Nein, lass das mal. Kannst du bitte Snap on Object? Ja, okay. Gut. genau, dann machen wir hier mal eine kurze Inventur. Wir fangen an mit dem Brennmaterial natürlich. Das heißt, wir haben 18 Kohle, 2 Brandbeschleuniger. Und zwar ist das hier Trostloses Marschland, wilderer Lager. Das kommt also hinten dran. So, dann haben wir wie viele Stöcke hier? Wir haben 150, 185 Stöcke, 3 Zedern, 2 Altholz. Ja, das ist die größte Zahl an Stöcken, die wir haben, und zwar mit einem riesen Abstand. Wir haben, warte mal, wir machen das mal, 4 Birkenrindentees und einen Schlafsack. Die Birkenrindentees kommen hier rein und der Schlafsack kommt hier ins Werkzeug. Welchen Zustand hat er eigentlich? Relativ gut anscheinend. Er rülpst da draußen rum, okay.
Ja, hier ist auch sehr durcheinander. Ach, hier ist auch noch Medizin drin. Wir machen mal alles, was irgendwie mit Stoff, Kleidung und so zu tun hat. Kommt alles hier rein. Haben wir da Nähzeug? Ne, wir haben gar nichts. Aber das haben wir eigentlich auch immer dabei. Holzkohle. Ja, Holzkohle, das zähle ich eigentlich mal als Werkzeug. Hm, was hatten wir sonst noch? Das Öl. Wobei, das ich zähle ja Öl eher als Material. Ja, jetzt tu halt die Sturmlaterne rein. Wir haben... Sollten wir die Sprühfarbe hier lassen? Vielleicht machen wir das. Medizin hat man noch, genau. Der Rest bleibt dann hier. Und zwar... Wo sind sie? Also das waren jetzt Schmerztabletten, genau. Ja, es wird ein bisschen finster, aber wir kriegen das hin. Dann haben wir alles hier drüben, dann müssen wir uns nur noch hier drum kümmern. Achso, die Verbände, ja, die sind auch Medizin natürlich. Dann sollen wir drei oder vier hier lassen. Wir lassen vier hier. Also, wir haben Kampfstiefel, Wanderstiefel, Skijacke und Fließfäustlinge. Gucken, ob ich mir das alles merken kann. Ich glaube, ich habe mir alles gemerkt. Hm? Und ein Leder und fünf Stoff. Außerdem noch ein Liter Öl, wo wir gerade da sind. Warte mal, wir hatten Fläschchen mit großem F hier. Kanister und Container, genau. Die C sind die roten, die K sind die grünen. Mehr gibt's ja nicht. Okay. Dann haben wir eine Bügelsäge, 18 Holzkohle, Sturmlaterne und Sprühfarbe. Okay, dann haben wir hier alles. Dann haben wir noch, ach, das habe ich schon aufgeschrieben. 6 Antibiotika, 6 Schmerzmittel, 4 Verband und eine Notfallspritze. Okay, das heißt, wir haben 2, 3, 6, 8, 11, 12 Notfallspritzen und wir haben auch welche, nee Quatsch, wir haben auch welche an uns, richtig? Also haben wir 13 Notfallspritzen gefunden, okay. Okay, wir haben 5 Kaffeeportionen, dann Schweinefleisch und Hundefutter. Dann Erdnussbutter, Trockenfleisch, 2 Limos. Ja, da haben wir auch einen. Ich glaube, dann sind wir durch. So. Ich hoffe, der Bär geht dann auch irgendwann mal ins Bett. Und rotiert hier nicht die ganze Zeit umher. Wir essen am Morgen dann einfach unsatt. Hä? Wieso legst du da hinten? Sollst du hier schlafen? Wie warm ist denn das eigentlich? Sehr warm. Wir können da locker durchschlafen. Müssen nur noch mal trinken. Ja, wir machen das jetzt auch so. Wir schlafen jetzt einfach durch und schauen dann einfach, wie es früh ist vom Wetter her. Gute Nacht. Es ist doch nicht mal hell geworden. Das kann ja nicht wahr sein. Genau. Immer schön am Topf rumschrauben. Und es ist immer noch was drin. Ach, wir haben noch ein Gewehr hier, ja. Das sollte ich vielleicht auch mal notieren. Ich habe keinen Bock, das rauszuschleppen. So, dann sind wir da durch. Und müssen jetzt einfach warten. Ist tatsächlich zu kalt, okay. Dann warte mal 2 Stunden. Das ist einfach noch... ja, wir haben... Das... Ja, wir müssen uns halt rausschleppen. Hallo? Kannst du bitte? Ja, okay. Manchmal muss man halt nachhelfen. Okay, die Töpfe müssen wir auch mitnehmen. Das sind nämlich tatsächlich unsere. Das heißt, erstmal trinken und dann alles nehmen. Mal gucken, wie viel halt dann weggeschmissen wird. Ah ja, gut, 50 Milliliter.
Gott. Ja, ist stürmisch. Da müssen wir durch. Was denn des Wortes? So, das reicht dann. Drei Stück. Achso, wir haben eigentlich noch einen Container. Den können wir gerade hier lassen. Habe ich keinen Bock noch mitzuschleppen. So, Inventar. 50 Kilo statt 45. Okay, das ist natürlich schon ein Brett, aber das ist es halt. Ah, da hinten ist er, der Bär. Hm? Gut. Jetzt haben wir wieder unsere 170 Schuss. Jetzt geht's aber erstmal zum Lagerbüro. Das ist jetzt das nächste Ziel. Damit wir uns hier mal mit Pfeil und Bogen halt mal, also speziell Pfeil, mal ausstatten. Wir müssen die Pfeilspitzen dabei haben, richtig? Ja. 15 Stück. Ja, die sind alle noch grün. Ja gut, okay, dann nehmen wir das mit. Naja, das ist ein Blizzard. Naja gut, das werden wir dann sehen. Ja, und dann haben sie halt auch noch ein Halloween-Event verkündet. Ich sag's mal so. Das kann man sich gerade schenken. Das ist nämlich kein wirkliches Event, wie man sich das vorstellt. So à la, ja, was weiß ich. Wie das halt hier war. In dem Spiel. Wo du dann deine speziellen Settings hast. Nein. Die Herren und Damen und Damen und Herren, die haben das sich ganz, ganz anders ausgedacht. Du kriegst einfach zusätzlich was in den Lootpool geschmissen. Das heißt, wenn du halt Maschinen lootest, kann es halt passieren, dass du dann einfach dann Spooky Loot, wie sie es genannt haben, bekommst. Naja. Also zu Deutsch, das ist kein wirkliches Event. Das ist einfach nur ein zeitlich begrenzter Loot, den du halt drin hast. Das kann man gerne als Event verkaufen. Ich sehe das aber als Event ein bisschen was anderes. Gut. Soviel zu dem Thema. Mehr Worte will ich da erstmal auch gar nicht verlieren. Wir warten einfach erstmal der Dinge. Genau, und dann halt Diablo 2. Ja, wie schon gesagt, da gibt es halt noch zwei schwere Schwierigkeitsstufen. Ich meine, du levelst natürlich auch fleißig und also Level 99 ist das höchste Charakterlevel. Das habe ich selber nie erreicht. Obwohl ich zur Studienzeit das Spiel wirklich ziemlich gesuchtet habe. Da rechts im Baum, ist das ein Wolf? Wer weiß das schon. Kann auch ein toter Wolf sein. Dann wäre es aber immer noch ein Wolf, tatsächlich. Ja, ist ein toter Wolf. Okay, wir lassen ihn einfach liegen. Nee, komm, weiter. Ja, ich sehe aber, dass es kommt jetzt nicht so extrem an. Ich habe auf jeden Fall meinen eisernen Kern. Der da auf jeden Fall immer mit dabei ist, aber das ist halt... Ja. Muss man halt realistisch bleiben. Wir machen da einen Durchgang und dann ist es das halt. Dann nehmen wir das nächste dann vor. Das dauert aber noch. So. Ja, in Fallout 4 ist ja eh erstmal so ein ziemliches Dauerthema. Also das bleibt erstmal auf dem Platz. Das ist klar, wir haben da noch einiges vor uns. Und das dürfte weit mehr sein, als wir hinter uns haben. So, das war es erstmal mit dem trostlosen Marschland. Jetzt heißt es erstmal kurz Rätselsee. Ich hoffe, es ist auch wirklich nur kurz. Wind kommt aus einer komplett anderen Richtung, alles klar. Und wir haben zwei Wölfe da vorne. Blöd. Aber die sind auch relativ dicht, aber so ist es halt. Gut, wir haben zumindest Rückenwind, das hilft ja dann schon ein bisschen bei der Fortbewegung. Wir könnten sogar ein bisschen rennen, aber viel dürfte es nicht sein.
Ja, ich hoffe, das geht jetzt nicht hier straight in den Blizzard über. Das könnte nämlich direkt passieren. Das hatten wir beim letzten Regionswechsel erst. Das ist also wirklich voll das Déjà-vu hier. Aber da müssen wir halt durch. Ja, der Leiche schaue ich jetzt nicht nochmal vorbei. Wir gehen mal ein bisschen hinunter. Wie viel zu kalt ist denn das eigentlich? Das ist gar nicht so viel zu kalt. Ach, na toll. Da rennst du gleich wieder in den nächsten rein. Na, dankeschön. Ich meine, wir haben genügend Munition, aber ich muss es ja nicht mal drauf ankommen lassen. Jetzt glaube ich noch nicht so wirklich viel Land gewonnen. Was das angeht. Ja, wir waren halt so lange nicht mehr, dass natürlich die gesamte Wolfsbrut wieder da ist. Das ist ja klar. Hallo? Ah ja, danke. Ja, natürlich nicht hier wieder eine Haxenbruchgefahr erleiden. Oder Hand oder was auch immer. Oh, der Schnee aus dem Fels. Ja, von Raphael van Dierop hat man auch noch nichts gehört. Also, das wird noch dauern. Ich schätze, das wird sogar noch sehr viel länger dauern, als er das gedacht hatte. Er hat ja gesagt, hier Ende September. Aber ich habe so ein bisschen so das Gefühl, dass das vielleicht sogar eher November wird. Oder Dezember. Weil das ist halt doch eine ganze Ecke. An Dingen, die sie da entwickeln. Das heißt, der Expansion Pass, weiß nicht, ob der dann schon dieses Jahr kommt. Mal schauen. So, da sind wir gleich da, haben die Wölfe erfolgreich umgangen, haben auch ein paar Prozente verloren, aber das ist nicht so schlimm. Wenn wir dann drin sind, haben wir eh genug zu tun. Die ganzen Pfeilen. Man verliert ja auch 2% Zustand pro Schuss bei dem Bogen. Wir stecken ihn mal ein. Brauchen den hier vorne nicht, den Revolver. Ja. So. Dann gib mal schön hier die Stöckchen. 1, 2, der hat es auch geschafft. Das wundert einen aber auch nicht. So, hier sieht es ja auch gut aus. Ist da noch Platz drin? Nicht wirklich. Ja, hier sind aber keine Stöcke drin. Und hier ist auch was voll. Ich schätze, wir kriegen die nicht rein. 1,65, doch, wir kriegen die noch rein. Okay. Zusätzlich noch eine Lupe und ein 65% Feuerstahl. Ja, da haben wir schon 3 Feuerstähle. Wir müssen natürlich dann hier auch nochmal Inventur machen, bevor wir aufbrechen. Futter ist auch genug da. Leer, okay. Sollen wir den mit reinnehmen? Vielleicht macht das Sinn. Holzkohle. Ja dann. Achso, warte mal halt. Hier. Was ist da drin? Steine, okay. Das ist leer. Ist das dann hier für alles, was wir dann weiter mitnehmen? Wahrscheinlich. Also, jetzt habe ich das ganze Altmetall mitgenommen. Naja, gut. Halt, alles rein. Das muss ins, ins Küstenstraße. Weh, der Bogen sieht aber wirklich nicht gut aus. Hm, wie voll ist denn die Laterne? Die ist relativ voll, okay. Ja, dann lassen wir das erstmal. Dann werden wir in der nächsten Folge... hier
erstmal unser Unwesen treiben. Wir machen hier nochmal einmal eine komplette Rundum-Inventur. Schätze ich mal. Ich schätze, wir müssen hier durch. Ich glaube, wir haben keine Inventur gemacht, als wir hier aufgebrochen sind nach Milton. Ich habe da gesagt, wenn wir aus einem trostlosen Marschland wiederkommen, machen wir dann die Inventur. Also müssen wir das auf jeden Fall machen. Und ja, Pfeil und Bogen ausstatten. Ich muss mal gucken. Dieser Bogen, du kannst ihn nur ablegen oder verwenden. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Bogen. So viel ist klar. Und halt die Pfeile. Da haben wir auf jeden Fall genug zu tun. Da danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.